Willkommen zurück zu einer neuen Folge Konarium. Ich war mal so frei und habe mir mal ein kleines Video dazu angeschaut. Und wir müssen oben dieses Ding öffnen, weil das wohl doch was mit der Story zu tun hat. Und ja, wie soll ich sagen? Mit diesem Fahrstuhlteil, was uns da fehlt. Ich weiß so viel, das ist auf jeden Fall dort, wo der Baum ist, dort auf der ganzen Ebene. Und das werden wir dann als nächstes suchen. Man hört es, ich bin immer noch am Kränkeln. So ein Virusinfekt ist nicht so einfach wegzukriegen. Zumal ich auch nicht wirklich zum Arzt gehe, weil ich das gar nicht möchte. Und nein, ich versuche auch keine Hausmittel oder sonst irgendwas. Ich lasse es einfach geschehen, bis es vorbei ist. So, hier hinten war das. So, das müssen wir öffnen. Wir müssen. Okay, das erste Hammer. Wir fangen dann bei 0 an. Das hätte man von vornherein schon so machen können. Ja. Das wird jetzt ein bisschen langweilig. Oh! Ja, da haben wir einen Kopf. Was? Kannst du reden? Hat er mich gerade... Okay. Was kann der? Who are you? I'm Frank. Scheiße, Frank Gilman. Is that so? Ist dem so? Is there a problem? Ist das ein Problem? My name is Frank Gilman, an anthropologist joining this expedition upon the invitation by venerable Dr. Faust himself. Okay. This thing is claiming that it's me. That's absurd. Why? Du behauptest, dass du ich bist, Frank Gilman, aber du bist nur eine Maschine. Wo sind alle? Was weißt du über Dr. Faust? Na gut, Frank, sag mir, warum du hier bist. Where is everybody? They are here. I don't see anybody around. Bist du dir sicher? Yes. Was weißt du über Dr. Faust? He is the grand mastermind and the pioneer of this expedition. You're not claiming that you are me, Frank Gilman. Du bist nur eine Maschine. You are just a machine. And you are just air. Air? What do you mean by that? It doesn't answer me. Okay, Frank. Tell me why are you here exactly? I am here because of my extensive knowledge on the human pineal gland. I am one of the Canarinauts. Okay. Canarinauts? Voyagers beyond. Beyond? What beyond? No answer. Okay, auf jeden Fall müssen wir mal ganz kurz den Dialog etwas lauter stellen. So, fürs nächste Mal. Das haben wir.
Der Handschuh hat auf jeden Fall auch was mit dem ganzen Spielszenario zu tun. Also werden wir den jetzt auch öfters mal am Handgelenk tragen. So, wir überspringen die Fahrstuhlfahrt natürlich. Umso mehr Zeit haben wir dann zum Zocken. So, der Handschuh. Oh, er hat gepiept. Das Piepgeräusch ist nämlich so ein Hinweis darauf, dass irgendwo was ist. Das heißt, da ich das auch sehr leise gerade höre, Effektlautstärke. Äh, 80. 71, 5, oh scheiße, Umgebung machen wir aus 71, Effektlautstärke, machen wir so, das so, genau, ja, jetzt höre ich das Piepen besser. Ihr müsstet das auch hören. Oha, was ist das denn? Okay. Was ist das? Oh. Was? Was? Ah ja, ah, okay. Hä? Was? Was sind das für Pflanzen? Ah. Was? Wie? These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base.
Alter! Leck mich am Hintern. Oh, yes. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Was ist mit dem passiert? Who is this? It's impossible to determine with so much decomposition. Mein Schlüssel. Okay. Aus dem ringförmigen Gebäude, das wir über den linken Aufzug errichtet haben, können wir heute endlich abschließen. Die Monolith, der Lichtschutzschalter, bla 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 bla. Alles klar. Ich habe nichts verstanden. Okay, hier hört's auf. Ah! Ja, okay. Alter, warum? Hör auf! Geh weg! Verschwinde! Alter, was passiert hier? Ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. I think you should retire to your room. I'm going to think a bit more. Okay. And I should. Okay, ich habe nichts verstanden. Interessantes Bild. Erinnert mich auf irgendwie an Fear of Hospital, sondern das andere da, was ich vor kurzem erst gespielt habe. Last of Fear oder so, wie das hieß. Das kommt dem hier irgendwie ziemlich nah. Last of Fear, genau so hieß das Spiel. Okay, irgendwas ist in dem Raum. Locked. It's locked. Okay, da geht's weiter. Da ist verschlossen. Da ist auch verschlossen. Alter! Was zum... Hallo? Hallo?
Ich möchte gern und so, no? Oh wow, ernsthaft. Ja, schöne Erinnerung oder was das auch immer war. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag bekommen. So, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.